Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Vorige Folge war ich ultra heiser, diese Folge bin ich immer noch heiser. Und das wird wahrscheinlich die nächste Folge auch noch so sein. Denn meine zweite Erkältung will einfach nicht weg. Ja, kurze Zusammenfassung. Wir sind durch diesen wunderschönen Innenhof hier gelaufen, haben einige Batterien gefunden. Ich hoffe, wir haben sie auch noch. 5 haben wir jetzt. Und sollen jetzt hier Vater Martin finden. So meine ich, ist das neue Ziel. Ja. Hier hat das Spiel gespeichert. Hier haben wir aufgehört. Und hier ist schon direkt dunkel. Ich würde sagen, wir gehen mal und schauen uns um. Ja. Mal schauen. Gott steh mir blau. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Was ist hier? Oh, mir ist eine Fliege. Ich dachte jetzt erst, der killt mich. Hab ich sie? Ja! Zieh. Diese kleinen, Fruchtfliegen. Die war das. So, das ist ein Achievement. Also, da kam der Wallrider raus. Mal schauen. Es läutet nichts Gutes ein. Der hat's gestappt. Und Vater Martin redet normalerweise mit uns. Also manchmal auch nicht. Oh, fuck. Lass mal hier hoch. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich sehe nichts. Kann ich da rüberspringen? Warte. Die brauchst du nicht. Nee. Wo komme ich denn hier hin? Ich glaube, hier geht es super viel weiter. Ich würde sagen, wir gehen noch mal zurück zum vorherigen Innenhof. So, warte. Das zwirbelt so. Das zwirbelt richtig. Der hat sich 100 pro jetzt einen Knöchel verstaucht. So. Meine Überlegung ist, ich lasse die Batterie hier leer werden. Denn dann haben wir noch so eine ganz seichte Sicht. Und wir gucken uns jetzt mal hier so ein bisschen um. Ich sehe eigentlich gar nichts. Sieht einer von euch was? Ich sehe Paletten. Wer hat die denn hier gelassen? Alter, jetzt ist hier noch eine Fruchtfliege. Wo kommen die denn her? Das Einzige, was ich hier habe, sind solche hier Frischeiwaffeln mit Schoko. Das war's. Ja, ist Schlechtwetter, wissen wir jetzt. Ich will die Batterien noch nicht aufladen. Ich will mich erstmal noch ein bisschen so umsehen. Okay, ist nur Müll.
Und hier ist die nächste Wand, okay. Ich versuche gerade so ein bisschen das Layout rauszufinden. Ah, hab's, alles klar. Das ist so ein kleiner Innenhof. Hier liegt ein bisschen Müll. Und irgendwie laufe ich jetzt gerade durch irgendeinen Scheiß. Also wenn du Angst vor Gewitter hast, bist du hier echt schlecht aufgehoben. Ich glaube, generell ist man hier mit Angst schlecht aufgehoben. Okay, also hier ist nichts weiter. Dann gehen wir nach oben. Das heißt, nur dieser eine Typ da, der auf dem Eingang saß, der hatte eine Batterie. Soweit zumindest. Und hier war ja nichts, ne? Ja, hier war nur Mauer. Gut. Da vorne ist das. Jetzt muss ich aufladen, weil da vorne komme ich sonst nicht weiter. Warte mal. Ach, komm schon. Shit. Nicht erwischt. Mir ist auch aufgefallen, bei einigen Folgen nicht Outlast, also zum Teil nicht Outlast, hauptsächlich bei Dark Souls, scheint mein Mikrofon zu übersteuern. Ich habe keinerlei andere Einstellungen. Ich weiß nicht, warum das übersteuert. Aber es scheint zu übersteuern. So, da ist die Leiter. Ich weiß nicht, woher das kommt. Warte, warte, wir will nach unten. Wenn wir da noch lang können, dann wollen wir erstmal nach unten. Hit. Nichts hier? Gar nichts? Kette? Ne. Hier ist nichts. Vielleicht müssen wir auch da vorne von der Engstelle was holen, damit wir da unten rein können. Mal schauen. Besseres Wetter wäre schön. Wirklich. Also, dass man mal ein bisschen was sieht. So, jetzt trinken wir noch einen Schluck Kaffee. Keine Angst, wenn der wird. Ich habe noch einen kompletten Bottich Tee hier. So, zurück zum Spiel. Also. Und nu? Darunter? Da kann man hoch. Sieht man da nichts? Oh, ich habe nachgeladen. Ich wollte nicht nachladen. Okay, da geht's nicht weiter. Sind wir jetzt hier bei Thief angekommen oder bei wie heißt das andere Spiel nochmal? Assassin's Creed oder sowas? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall unglaublich viel klettern. Ich habe bisher noch nie Assassin's Creed gespielt, von daher speichern.
Lass das. Und jetzt? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hä? Hä? Hier? Ist ziemlich kalt hier unten. Entschuldigung. Wo bin ich? Ach hier. Ist auch abgesperrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hä? Ich bin überfragt. Okay, warte mal. Ich gehe mal hier lang. Shit. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, das heißt, wir müssen hier hoch. Und dann? Hier ist nichts. Hä? Ach, hier! Ich hasse es, jetzt ist der Fettsack hier. Ich sehe gar nichts. Dass der einen auch ständig begleiten muss, ne? So, hier ist eine Außenwand. Hier ist noch eine Außenwand. Ich sehe halt absolut gar nichts. So, hier geht's runter. Kann aber nicht runter. Wo wir denn wohl hin müssen? Ja, es ist jetzt ein paar Mal schwarz. Das ist ein bisschen doof. Wirklich sehr doof eigentlich. Ich meine, es hat ja frisch gespeichert. Wir sind mit 3 Batterien runter.
Oh, wir können. Uns in dem Ding hier verstecken? Oha. Ich meine, die Batterie ist jetzt fast alle. Lassen wir sie mal leer werden und gucken mal, wie wir. Ha! Nett. Man kann ja richtig weit sehen. Moment, das muss weiter weg, sonst ist es wieder so hart übersteuert. Soll ich mal einmal. Ich würde sagen, ich gehe mal einmal das Layout auskundschaften. In der Hoffnung. Jetzt ist er neben mir. Das macht keinen Sinn. Nehmen wir einen Bonbon. Keine mehr. Doch nicht neben mir? Weil die Musik sagt was anderes. Hört ihr die Kette? Ich höre die Kette. Komm, der hat eine Pumpe, der Typ, ne? Das ist aber sehr nah. Na, geht weg die Kette. Probieren wir es. Was haben wir da vorne? Okay. Ja, bei der Regenrinne hätte man sowieso nicht lange gekonnt. So, hier geht es jetzt wieder um eine Ecke. So, und da müssen wir runter. Hm? Nicht? Ich hab's nicht anders hinbekommen, Entschuldigung. Ich muss mir aber die Nase eben putzen, Sekunde. So. Jetzt hat das Zischen auch aufgehört. So, wo sind wir hier? Da oben ist er. Und hier. Jetzt zur nächsten Wand. Vor allem, ich habe das Spiel eingestellt, wie es empfohlen ist, vom Spiel selbst. Aber viele Sachen sieht man gar nicht. Also wirklich, ich sehe absolut wenig. Oder es soll wirklich so sein, weiß ich nicht. Okay, da hat man jetzt mal ein bisschen was gesehen. So, dann nicht. Gucken wir mal hier weiter. Nächste Mauer. Wenn die Batterie alle geht, würde ich die weiter fürs Layout erkundschaften auszunutzen. Gute Güte.
Ah, da geht's wahrscheinlich weiter. Da geht's wahrscheinlich weiter. Gibt's hier denn nirgends Batterien? Warte mal, ist das hier der... der Trondell? Ja. Oh, man sieht so schlecht. Mann. So, ist die nächste Mauer. Okay, da geht's weiter. 21. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ha. Sekunde mal. Nee, man sieht nichts ohne Nachtsicht. F. Ha. Wo kann man sich denn hier verstecken? Ah, hier. Gute Güte. Ich kann nicht hinsehen. Warum, dass der so gut sehen kann hier draußen? Der Typ, das ist unglaublich. Ich meine, wenn man mich riechen würde, dann wäre ich... Da wäre ich gefickt. Da wäre ich sowas von gefickt. Da wird er mich ja immer finden. Der Angstschweiß. Gut. Und wo läuft der jetzt lang? Läuft der vielleicht wieder weg? Also er ist ein bisschen weiter weg. Entschuldigung. Ich weiß in etwa das Layout. Problematisch ist nur, ich kenne nur ein Versteck und das ist sehr weit weg von der Stelle, wo wir hin müssen. Und der rennt ja jetzt hier irgendwo rum. Meine Überlegung jetzt ist, wenn er in die Richtung ist, ich höre ihn gar nicht mehr. Doch, ich höre ihn da. Oder? Meine Ohren sind für den Arsch. Ich glaube, ich bin an der Wand. Ja. Bin in der nächsten Wand. Jetzt muss ich noch um die Wand rum. Fuck, ich hoffe, der sieht mich hier nicht.
Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Hat der Mund gewogen? Geh weg. Okay. Da kommen die Worte gar nicht raus, okay? Irgendwo da. Oh, ist das eine Kackstelle, ey. Eine richtige Kackstelle. Was macht der da eigentlich? So, hier ist der, wo ich nicht rumkomme. Da vorne. Da vorne ist er. Ist das asozial? Ist das asozial? Ich weiß absolut nicht, wo er ist. Ah. Jetzt hat er so eine kleine Patrouille gemacht. Der ist da lang. Dann wieder zurück, hier so vorne bei mir lang, halt. Also da, dann geht er da so rüber, dann geht er hier so lang. Da seht ihr ihn. Der ist 100% da gerade lang gelaufen. Jetzt ist nur die Frage. Ist weiter weg. So, ich würde mich jetzt hier hinter den Dingens weiter wieder. Ja,
Bitte nicht finden. Bitte nicht. Kann. Der hat aber auch einen Mundgeruch. Ist er jetzt da vorne? Da muss ich hin. Ja, wir lassen die Batterie jetzt auslaufen. Hallo Grashalm. Also auf Null gehen. Wo ist er denn jetzt? Jetzt sagen wir nicht, das wäre der perfekte Zeitpunkt abzuhauen gewesen. Ist halt schwer einzuschätzen. Müsste er jetzt nicht da vorne langkommen? Hoffentlich habe ich jetzt nicht verkackt. Wo ist der denn? Ja, man muss hier viel beobachten. Viel. Aber ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, wo der ist. Ich hätte schwören können, er hätte hier irgendwo, wäre hier irgendwo langgelaufen. Hä? Was ist er denn? Ich glaube, ich habe meine beste Chance zu gehen vertan. Und zwar in Folge 1. Sind wir mit dem Verrückten rumschlagen, der ohne erkennbaren Grund uns einfach immer wieder umbringen will. Ich denke, ich bleibe einfach beim... Oh! Beim Lauschen. Damit bin ich bis hierhin ganz gut gefahren. Sitzt links neben uns. Also da. Rechts. Ich höre ihn noch atmen. Jetzt kommt er noch näher. Ist er fast vor uns. Da vorne läuft er lang.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob er halt zu uns hingeht. Also, warte, da vorne so hier so lang. Also dahin. Oder ob er nach hinten geht. Also ich würde sagen, er kommt zu uns hin. Ja. Hast genug geknurrt. Geh bitte wieder. Das Ding ist, da ist nichts. Ja. Finde Vater. Was macht der in der Frauenstation? Aber wir machen hier, es ist ein Cut, ne? Also nächste Folge geht's dann hier weiter. Mal gucken, ob uns der Fettsack weiter verfolgt. Mal schauen. Aber wir dürften über die Halbzeit drüber sein. Das heißt, allzu viel gibt es von Outlast jetzt nicht mehr zu sehen. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist immer so ein relativ sporadisch Upload-Projekt. Das ist immer so zwischen den beiden Hauptprojekten Gothic und Dark Souls gibt. Endor müssen wir mal gucken, wann es kommt. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.